Hallo und guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind bei einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Und ich freue mich sehr, dass Sie einen ganz besonderen oder wir einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen, nämlich den Bayer, der Europa den Menschen zurückgeben will, der Europa rocken will und er auch noch ein Bayer für Europa ist. Also ganz schön viel. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, der in glaube ich, 44 Tage sind es noch, ne? Bei der, Sie verlieren schon den Überblick, als Spitzenkandidat antritt und natürlich idealerweise EU-Kommissionspräsident werden möchte. Herzlich willkommen in Augsburg. Dankeschön. Herr Weber, ich wollte mal kurz schauen, was vor kurzem über Sie geschrieben worden ist. Das stand in unserer auch sehr verehrten Zeitung der Süddeutschen hier. Als Politiker ist Herr Weber ein bisschen wie ein guter Nachbar. Niemand bekommt ihn mit, doch wenn es darauf ankommt, ist er hoffentlich da. Hat Sie das eigentlich gefreut oder eher geärgert, der Satz? Ach Gott, man liest jetzt in den Medien so viel über sich, deswegen bewertet man da nicht alles, was man mitkriegt. Ich möchte mich zunächst bedanken für die Einladung. Danke auch bei Ihnen für das Interesse, dass wir über Europa heute reden dürfen. Und wie gesagt, für mich ist es so, dass ich jetzt im Feuer stehe. Man ist Kandidat, man ist Person, man hat eine Nominierung bekommen. Bei mir war es so, dass ich in Helsinki am Parteitag der Europäischen Volkspartei von 1000 Delegierten aus ganz Europa in einer Kampfabstimmung, da hat der finnische Premierminister, frühere Alexander Stubb, gegen mich kandidiert. Und dann haben wir Reden gehalten, haben uns präsentiert, dann gab es eine Kampfabstimmung. Dann habe ich mit 79% gewonnen, diese Kampfabstimmung, bin jetzt Kandidat für ganz Europa, für die Europäische Volkspartei. Und dann steht man im Feuer, dann wird man kritisiert, dann wird man auch unterstützt. Da, so ist es im Wahlkampf und ich freue mich drauf. Es schwingt ja so ein bisschen in dem Satz mit, dass viele Sie noch nicht recht kennen. Anfang Januar gab es eine Umfrage, dass etwa die Hälfte der Bayern gar nicht so recht wissen, wer der Spitzenkandidat namens Manfred Weber ist. Das ist doch ein Problem, so kurz vor der Wahl. Naja, ich frage mich da immer, erstens geht mir dabei durch den Kopf, ganz ehrlich gesagt, warum werden die Umfragen dann eigentlich nur für die Europaabgeordneten gemacht? Ich würde mal die Frage stellen, wie viele manche unsere Bundestagskollegen, vor allem auch die Minister kennen. Also die Frau Barley ist auch ganz frisch Bundesministerin. Ich würde mal die Zahl gern wissen, wie viele die in Bayern. Also bei uns wird immer nachgefragt bei den Europapolitikern, bei manchen anderen Bundespolitikern wird die Frage gar nicht gestellt. Da wird vorausgesetzt, dass die bekannt ist. Und natürlich muss ich auch als Zweites sagen, die Europapolitiker werden alle 5 Jahre auch von den Medien, wenn ich das so kritisch sagen darf, aus der Versenkung rausgeholt. Da wird dann gesagt gehabt, ja, jetzt haben wir wieder Europawahl, jetzt müssen wir mal anschauen, wer da kandidiert. Und 5 Jahre lang wird dann zu wenig über das berichtet, was wir im Alltag machen. Aber Sie sind ja, als Sie waren vor einem Jahr ungefähr bei uns in der Redaktion, da haben Sie gesagt, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten nicht beweisen, dass Europa handlungsfähig ist, dann fliegt uns im Mai nächstes Jahr der Laden um die Ohren. Jetzt ist dieser Beweis ja nicht unbedingt erbracht worden. Der Brexit zieht sich ewig hin. Das Verhältnis mit den USA ist ziemlich schlecht. Es gibt Streit um Strafzölle. Es gibt nach wie vor einen ungelösten Konflikt in der Migrationspolitik. Fliegt Ihnen Ende Mai der Laden um die Ohren? Es ist ernst. Das Wahljahr 2019 ist ein historisches Wahljahr. Wir haben heute bereits ein Drittel aller Abgeordneten im Europäischen Parlament sind Populisten oder Nationalisten. Bereits heute. Und das war vor 5 Jahren gewählt, in einer Zeit, wo eben noch nicht Salvini regiert hat, in einer Zeit, wo noch nicht Kaczynski in Polen regiert hat, in einer Zeit, wo nicht Macron und Le Pen in Frankreich darum kämpfen, wer Nummer eins ist. In Frankreich kann es passieren, dass Le Pen vor Macron in den Umfragen steht aktuell und gewählt wird. Und das ist das heutige Europa. Bei uns die AfD, wo man sich nach den ganzen rechtsradikalen Skandalen und jetzt Austritten aus dem Landtag der Kollege und so, sich fragt, warum geht diese Partei nicht runter? Also muss doch den Menschen irgendwann mal bewusst werden, was da für wahrer Kern dahinter steht. Und deswegen sage ich Ihnen, ja, die Wahl kann ausgehen, dass wir ein europäisches Parlament bekommen, das ähnlich wie das britische Parlament immer nur Nein sagt, keine Kompromissorientierung mehr hinkriegt und nicht mehr zum Ja sagen. Aber was passiert denn, wenn künftig Populisten und Nationalisten in diesem Parlament und in Europa den Ton angeben? Was ändert sich nicht nur im Umgang miteinander, sondern was bedeutet es auch für die Europäische Union? Na gut, wenn das Europäische Parlament ist der Gesetzgeber Europas heute, es wird nichts mehr beschlossen ohne Zustimmung der Europaabgeordneten, es wird auch kein Geld ausgegeben ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments. Wir sind heute ein gleichwertiges Parlament wie auf allen anderen Ebenen auch.
Und wenn wir keine Mehrheiten mehr haben von konsensorientierten Politikern, die natürlich mit nationalen Positionen, auch mit ihren Parteipositionen nach Straßburg und Brüssel kommen, aber am Schluss immer zum Kompromiss fähig sind. Wenn diese Mehrheit nicht mehr da ist, die zum Kompromiss fähig ist, dann ist Europa blockiert. Dann wählen wir keinen Kommissionspräsidenten mehr. Dann bringen wir keine Kommission mehr ins Amt, die dann mit Donald Trump über die Autozölle beispielsweise verhandeln kann. Dann gibt es das alles nicht mehr. Und das ist nicht nur Hirngespinst, wenn man sich die Umfragezahlen anschaut, kann das passieren. Es liegt an den Menschen, ob wir die Beteiligung hinkriegen, ob die Europawahl endlich ernst genommen wird. Da geht es auch um verdammt viel, genauso wie bei einer nationalen Bundestagswahl. Und ob wir die Mehrheit dafür bekommen, weiter für Konsensorientierung einzutreten. Britische Problem haben wir jetzt schon ganz konkret, haben Sie gerade schon angesprochen. Sie haben heute auf dem Weg hierhin sozusagen getweetet, dass diese Verlängerung, die ja jetzt gestern nochmal in Brüssel gewährt wurde, die ehrlich gesagt viele Leute ja gar nicht mehr so recht verstehen, wie lange es jetzt eigentlich noch dauern soll, dieser ganze Schlamassel. Wie viel Unsicherheit bringt das mit? Sie haben geschrieben, das gefährdet die Debatten über die Zukunft Europas. Was meinen Sie damit? Ja, zunächst ganz praktisch, dass wir wegen der Brexit-Diskussion gar nicht mehr dazu kommen, die eigentlichen Zukunftsfragen Europas zu diskutieren. Ich nenne nur ein Beispiel. Wir haben hier in Augsburg den Fall KUKA gehabt. Jeder weiß, wovon ich spreche. Diese Woche fand der EU-China-Gipfel statt. Die Spitzen Europas haben sich mit den Spitzen Chinas getroffen. Das interessiert gar keinen mehr. Über das wird gar nicht mehr geredet, dass wir da Vereinbarungen getroffen haben, wie zukünftige Investitionen ausschauen sollen. Die eigentlichen Zukunftsfragen gehen unter wegen des Durcheinanders in Großbritannien. Und das muss verhindert werden. Wir müssen wieder Kraft haben, über die eigentlichen Zukunftsfragen zu reden. Aber wie verhindert man das jetzt? Es gibt jetzt eine Verlängerung bis 31. Oktober. Es ist im Moment noch unklar, wie es mit der Europawahl eigentlich weitergehen soll. Das versteht doch kein Mensch mehr. Dass ausgerechnet die Briten, die austreten wollen, oder es zumindest in einem Referendum mehrheitlich beschlossen haben, da jetzt noch mitmachen sollen. Ich tue mich selbst schwer damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht verstehen, kann an niemandem erklären, dass ein Land, das die Europäische Union verlassen will, maßgeblichen Anteil darauf nimmt, wie diese Europäische Union in die Zukunft geht. Das kann ich niemandem erklären. Es ist noch nicht entschieden, ob Sie daran teilnehmen. Sie haben es gesagt, weil Theresa May ja mit Corbyn jetzt Gott sei Dank Gespräche führt. Aber Sie wären klar dagegen. Als Außenbeobachter stellt man sich die Frage, wir verhandeln den Brexit jetzt seit 3 Jahren. Und jetzt die letzten 2-3 Wochen kam Theresa May auf die Idee, mal mit der Opposition darüber zu reden, wie man es denn macht. Also man steht verwundert, verdutzt, vielleicht ein bisschen schockiert sogar vor der Entwicklung. Und das Wichtigste, was ich mal aus dem Brexit nochmal in Erinnerung rufen will, ist, dass all diejenigen, die die tollen Versprechungen gemacht haben, wie das alles wird, wenn man zustimmt dem Brexit, die sind alle in der Verschwenkung verschwunden. Und deswegen meine Grundbotschaft zunächst mal an die Europäer ist, bitte folgt nicht den Populisten, sorgt dafür, dass Europa stabil bleibt. Aber nochmal kurz dazu, Sie wären also klar dagegen, dass Großbritannien an der Europawahl teilnimmt? Ich sage, die austreten können nicht an der Zukunft teilnehmen, deswegen hoffe ich, dass es noch gelingt, vor den Europawahlen Klarheit zu bekommen. Sollte das nicht gelingen, ist auch klar, rechtlich ist Großbritannien dann Mitglied der Europäischen Union, dann haben die Bürger rechtlich auch die Garantie teilnehmen zu können, aber das ist jetzt geschuldet den heutigen Beschlüssen. Ich möchte festhalten, dass es schon 2 positive Sachen auch gibt, nämlich das eine, die Alternative ist ja der harte Brexit und der würde uns alle massiv treffen, deswegen verstehe ich unsere Kanzlerin schon, wenn sie sagt, ich möchte versuchen, bis zur letzten Minute sozusagen den harten Brexit zu vermeiden. Ich war beispielsweise in Nordirland, da haben die Menschen echt Angst, dass die Gewalt zurückkommt, einfach in dieser Grenze. Also es hängt viel dran, deswegen verstehe ich das Argument und unterstütze das Argument auch, dass wir alles tun, um das zu vermeiden. Ich selbst habe mit Cameron, mit dem früheren Premierminister, als damals das Referendum anstand, Gespräche geführt, dass wir den Briten nochmal Sonderregelungen anbieten, die damals durchs Parlament hätten gebracht werden müssen. Und wir haben ihnen noch mehr Brücken gebaut mit der Idee, ja, wir wissen schon, die Briten sind irgendwie was Besonderes, die sind eine Insel, die haben die Queen, die haben irgendwie anders wie andere oder so. Also, und dann haben wir uns nochmal bemüht, Brücken zu bauen und dann wurde das aber ausgeschlagen. Und deswegen, wir wollen es weiter versuchen, und irgendwann wird der Moment aber auch kommen, wo man sagt, wir können jetzt nicht mehr anders, als zu sagen, entscheidet euch entweder raus mit Härte, oder ihr stimmt zu, oder, die Option gibt es ja auch noch, ihr zieht den Austrittsantrag
zurück. Ist denn dieses Europa in der Form mit so vielen Mitgliedstaaten, wo die wesentlichen Entscheidungen, von denen Sie sprechen, ja auch sehr häufig einstimmig gefällt werden, ist das denn überhaupt regierbar? Oder muss man sich bei so einer großen Gemeinschaft von diesem Gedanken, dass immer alle gleicher Meinung sein können, am Ende verabschieden? Dieses Europa, von dem ich jetzt am Schluss gesprochen habe, ist schon das Europa, wo wir mit Mehrheit entscheiden. Gott sei Dank. Und da kommen wir auch voran. Da wird auch Gutes beschlossen. Viel Gutes beschlossen. In der Migrationsfrage sagen viele Bayern, wenn ich heute unterwegs bin in unserer Heimat, warum schafft ihr das nicht, dass die Ungarn, die Tschechen, die Polen endlich Flüchtlinge aufnehmen? Mhm. Fairness bei der Verteilung. Warum gibt es keine Quote in Europa, Verteilungsquote? Ich muss Ihnen sagen, bis zum Jahr 2015, bevor die Flüchtlinge bei uns in Deutschland ankamen, hat jede deutsche Bundesregierung in Brüssel die damals schon diskutierte Forderung nach einer europaweiten Quote kategorisch abgelehnt. Weil das hätte damals bedeutet, dass wir Deutschen freiwillig aus Griechenland, Italien und Spanien Flüchtlinge aufnehmen, was wir abgelehnt haben. Deutschland hat über Jahrzehnte hinweg die gleiche Position vertreten, wie sie heute Polen und Ungarn vertritt in der Sache. Aber damals hatten wir nicht die Kraft, auch mal das Problem der Italiener zu sehen. Oder in der Euro-Frage, Entschuldigung, haben wir sehr intensiv die 3% nach vorne getragen. Jeder muss sparen, was richtig war, was ich unterstütze. Aber gab es bei uns in Deutschland eine Diskussion über die Millionen jungen Menschen, die in Italien keine Arbeitsplätze haben? Und dann wundert man uns, wenn Salvini und Di Maio, Populisten, Wahlen gewinnen. Und was meine ich damit? Wir müssen auch, wir werden alle dann lernen müssen, auch mal das Problem des anderen zu sehen. Und ich sage Ihnen, es wird auch bei uns nur auf Dauer gut gehen, wenn es Europa insgesamt gut geht. Und deswegen werden wir alle Europäer werden müssen, auch in diesem Sinne, das Problem des anderen zu sehen. Vor 5 Jahren, glaube ich, hatten Sie schon mal einen EU-Migrationskommissar ins Spiel gebracht, sind damals, glaube ich, ziemlich klar gescheitert mit der Idee. Würden Sie das jetzt wieder versuchen, wenn Sie an die Spitze der Kommission kommen? Also die Migrationsfrage ist die offene politische Wunde des Kontinents. Es ist das Thema, das nach wie vor am meisten umtreibt, wenn ich in Ländern unterwegs bin, das zwar nicht mehr im Akutzustand ist, weil wir an der Außengrenze relativ stark Sicherheit haben heute. Das Türkei-Abkommen beispielsweise oder in der Ägäis fast dafür gesorgt, dass kaum mehr Menschen ankommen. Also wir haben Stabilität an der Außengrenze, aber trotzdem die Sorge, kann das wieder passieren, habt ihr die Grenzen unter Kontrolle und wie gehen wir mit Humanität um, ist das Top-Thema. Und da bin ich jemand, der die zwei Seiten zusammenbringen will. Ich bin entschieden dafür, dass die Europäische Union mit allen Mitteln die Außengrenzen sichert, mit allen Mitteln, und dafür sorgt, dass wir den Bürgern in Europa versprechen können, dass wir wissen, wer sich auf europäischem Grund und Boden befindet. Nicht Schlepperbanden entscheiden, wer nach Europa kommt, sondern der Staat entscheidet, wer nach Europa kommt. Und das ist die wichtigste Aufgabe, damit alles andere funktioniert. Also würden Schlepperbanden notfalls auch mit Gewalt zurückdrängen, wenn das. Wissen Sie, die Schlepperbanden verdienen Milliarden. Die sind hochgerüstet im Mittelmeer. Und deswegen ist es gut, dass wir beispielsweise in der Ägäis Teil des Abkommens mit der Türkei ist, dass dort NATO-Schiffe patrouillieren, Militär patrouilliert, weil die Mafia, die dort Milliarden an Geld verdient, hochgerüstet ohne Ende ist. Und von denen dürfen wir uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Schlusspunkt. Der Staat entscheidet, wer kommt und nicht die Mafia. Das muss klar sein. Und das Zweite sage ich mit der gleichen Entschiedenheit. Deswegen zwei Seiten der Medaille zusammenbringen. Einerseits Entschiedenheit an der Grenze, aber wenn Papst Franziskus in Lampedusa im Mittelmeer steht und uns Europäer an unsere christliche Verantwortung erinnert und uns sagt, dass wir Kontinent der Humanität sind, dann können wir nicht abriegeln, dann können wir nicht aus Europa eine Festung machen. Sie haben die Länder angesprochen, die sich geweigert haben, bei der Flüchtlingspolitik mitzuarbeiten, darunter fiel auch Ungarn. Dort regiert Viktor Orban, der auch diesen Begriff der illiberalen Demokratie geprägt hat. Vor Jahresfrist war er bei der CSU noch Ehrengast, mittlerweile ist er Ihnen aber nicht mehr recht geheuer. Warum so spät? Herr Viktor Orban war, ich bin jetzt seit 5 Jahren Fraktionschef, seit 15 Jahren, wie gesagt, im Europäischen Parlament. Ich habe da lange, ich sage mal, Erfahrungsgeschichte mit ihm. Und bis zum Jahr, ja bis letztes Jahr Sommer eigentlich, war Viktor Orban zwar ein provokanter Politiker, der Grenzen überschritten hat und ausgetestet hat, aber dann immer wieder bereit war, wenn die Kommission gesagt hat, Schluss, weiter geht's nicht, dann war er immer bereit, wieder einen Schritt zurückzugehen. Wenn der EuGH geurteilt hat gegenüber Ungarn, war er immer bereit, die Rechtslage zu akzeptieren und Recht in Ungarn wieder zu ändern, an EU-Recht anzupassen. Provokant war er immer, aber er war bisher bereit, konsensorientiert zu sein. Und für mich war der zentrale
Punkt, wo sich das geändert hat, als er letztes Jahr im September bei uns in Straßburg war. Wir hatten zweieinhalb Stunden in der Fraktion, in der EVP-Fraktion mit ihm Diskussion, als er diese Universitätsentscheidung gefällt hat, das Gesetz zu den Nichtregierungsorganisationen gemacht hat. Soros-Universität. Soros-Universität. Und da habe ich ihn erlebt im Parlament und dann in der Fraktion und auch im Vier-Augen-Gespräch als ein Politiker, der nicht mehr bereit war, nachzugeben. Ich habe recht und das ziehe ich jetzt durch. Vielleicht auch motiviert durch Kaczynski, die Erfahrungen in Polen, die dann waren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Viktor, wenn das so ist, dann, wenn du nicht zum Kompromiss fähig bist, dann ist Schluss. Und dann haben wir im September den Artikel 7 aktiviert, das härteste Tool, das Europa hat, um gegen ein Mitgliedsland, gegen eine Regierung eines Mitgliedslandes vorzugehen, ist durch Zustimmung von mir und durch die EVP, durch die Mehrheit meiner Fraktion ermöglicht worden. Und vor wenigen Wochen haben wir ihm jetzt alle Mitgliedsrechte entzogen in der EVP. Wir haben klargestellt, dass er nicht für die EVP spielt. Das ist eigentlich nur eine Suspendierung, weswegen es für viele natürlich wie ein Wahlkampfmanöver wirkt, zumal er ja schon angekündigt hat, dass er seine Politik nicht ändern wird. Er hat in den drei Punkten, die ich ihm auf den Tisch gelegt habe, in unserem letzten Gespräch in Budapest, hat er positiv auf die drei Punkte reagiert. Ich will nur in Europa auch mit den schwierigsten Partnern. Viktor Orban ist gewählter ungarischer Premier. Das kann niemand in Frage stellen. Kaczynski ist gewählt. Salvini ist in Verantwortung und ist gewählt von den Italienern. Das heißt, ich möchte strikt und klar sein bei den Grundwerten. Da möchte ich sogar weitergehen, wenn wir es noch vertiefen können. Aber ich möchte auch klarstellen, dass wir mit allen in Europa reden müssen, auch Brücken bauen müssen, soweit es geht. Aber Sie werden dieser Spagat ist schwierig, der ist anspruchsvoll, keine Frage. Und wir haben nicht nur den Ungarnfall, wir haben in Rumänien eine sozialdemokratische Regierung, die Korruption erlaubt. Wir haben zwei Journalistenmorde auf diesem Kontinent, in Malta und der Slowakei, wo Sozialisten regieren. Jeder hat da seine Aufgaben zu erledigen. Und ist natürlich Herr Orban und eben Mitglied Ihrer Parteienfamilie. Deswegen ist er eine besondere Verantwortung. Da sagen natürlich viele, er braucht keine Lehrstühle oder es geht nicht um Lehrstühle, es geht um Rechtssicherheit in Ungarn, gerade für diejenigen, die ihn kritisieren, auch für die Medien, für Richter und so weiter, die lassen werden. Wie weit wollen Sie denn da gehen, also außer der Suspendierung? Was passiert denn, wenn er jetzt wirklich seinen Kurs nicht ändert? Wann fliegt er dann raus aus der Parteienfamilie? Die haben ihn suspendiert, das heißt, er hat keinen Einfluss mehr auf das, was EVP bedeutet. Das ist ein klares und ein wuchtiges Signal. Und das möchte ich schon sagen dürfen, ich würde mir das von den Sozialdemokraten auch erwarten, weil seit Monaten nur über Viktor Orban geredet wird und keine anderen Probleme mehr auf diesem Kontinent vorhanden sind. Ich mache es damit nicht kleiner, bitte nicht falsch verstehen, weil ich habe meine Entscheidungen gefällt und habe einen klaren Trennstrich gezogen, aber ich erwarte das von anderen eben auch. Und die Entscheidung jetzt, ob er dabei bleiben kann, wird Herman Van Rompuy fällen. Wir haben den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rates, einen belgischen Spitzenpolitiker, der da wirklich über alle Zweifel erhaben ist, der Viktor Orban auch öffentlich schon massiv kritisiert hat, beauftragt ist, die Bewertung jetzt vorzunehmen. Das wird in wenigen Wochen kommen und dann wird entschieden, ob es dabei bleiben kann oder nicht. Wenn Viktor Orban die Werte nicht akzeptiert, dann fliegt er raus. Also das wird vor der Europawahl noch entschieden. Das liegt in der Hand von Herman Van Rompuy. Der hat genug Autorität, das für sich zu entscheiden, wann er das für richtig hält. Klar ist, dass die EVP klare Entscheidungen gefällt. Und ich lasse mir die auch nicht kleinreden. Ich meine, ich gehe in ein Gremium von einem kleinen Parteitag der Europäischen Volkspartei mit fast 200 Mitgliedern. Und ich schlage da in Angesicht von Viktor Orban, der war da, die Annegret Kramp-Karrenbauer war da, wir haben Parteitag, wir diskutieren miteinander. Ich schlage öffentlich vor, Viktor Orban verliert alle Rechte in der EVP, keine Mitsprache mehr. Mittag hat er noch angekündigt, wenn das passiert, wird er sofort die EVP verlassen freiwillig und zu Kaczynski gehen. Ich gehe rein in die Sitzung und sage, Viktor, es ist Schluss, du wirst morgen suspendiert. Und dann kriege ich für diesen Vorschlag eine Unterstützung bei geheimer Abstimmung in der EVP von 190 zu 4 Stimmen, wo das mitgetragen wird, weil wir das nicht dulden als EVP, dass jemand gegen unsere Werte vorgeht. Also wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind auch zur Entschiedenheit bereit. Die schwierigere Frage ist keine parteiische Frage, weil ich könnte es mir noch einfacher machen, ihn einfach rausschmeißen, dann wären alle Probleme für mich politisch gelöst. Die schwierigere Frage ist, diskutieren wir es am Beispiel Polen durch, die sitzen in keiner Partei mehr, da kann man keinen angreifen, weder Sozialdemokraten noch CSU. Was machen wir mit denen? Schließen wir die jetzt aus der EU aus? Oder wie gehen wir jetzt mit denen um? Da haben wir überhaupt keine Andockpunkte mehr, politisch mit denen zu reden. Kaczynski ist nirgends angebunden, der macht, was er will. Und das sind die eigentlichen Fragen. Und da sage ich, dass ich als Kommissionspräsident der Europäischen Union einen unabhängigen Rechtsstaatsmechanismus vorlegen werde und dabei, wenn es um Grundrechte geht, wenn es um Unabhängigkeit von Rechtsstrukturen geht, der Richter, wenn es um Kampf gegen Korruption und die Freiheit der Medien geht, und unabhängige Organisationen sagen, da gibt es Brüche in Polen,
dann möchte ich in Zukunft, und nur an diesem Fall, möchte ich in Zukunft die EU-Gelder der Europäischen Union als Sanktionen einsetzen können. Es kann nicht sein, dass Mitgliedstaaten der EU, die die Grundrechte Europas nicht vollumfänglich einhalten, weiter Zugang zu den EU-Fördergeldern bekommen. Und dazu bin ich bereit. Diesen Mechanismus möchte ich. Wenn wir schon bei Leuten sind, die einem eher unangenehm sind, wenn wir von Donald Trump sprechen, ja, den Sie ja, das ist ein großer Schritt, den wir jetzt gehen. Den Sie dann ja auch treffen würden in Ihrer neuen Rolle, wie Sie angesprochen haben. Jean-Claude Juncker, in der Tat, voriges Jahr hat da zumindest zwischenzeitlich einen Erfolg oder Verhandlungserfolg mit ihm errungen. Die deutsche Kanzlerin, die außenpolitisch ja doch vieles richtig gemacht hat, hat dann, das war die Grenze. Mit Trump hat sie keine Beziehung aufbauen können, vorsichtig formuliert. Wie stellen Sie sich das vor, das erste Treffen mit ihm, und wie würden Sie mit ihm umgehen? Die Grundsatzfrage ist bei allen Gesprächen, das gilt für Donald Trump, das gilt für die Partner in China, es gilt auch für den schwierigen Partner Russland, die Grundsatzfrage ist, kann Europa mit einer Stimme sprechen? Das ist die Grundsatzfrage. Wenn dort ein europäischer Politiker auftaucht und vorher hat Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien jeweils unterschiedliche Positionen vertreten, braucht es gar kein Gespräch beginnen. Dann sind wir Spielball. Wenn es uns gelingt, mit einer Stimme zu sprechen, und bei Wirtschaftsfragen, bei Handelsfragen, ist Europa heute zuständig. Da macht Europa die Verträge, das haben wir bei CETA diskutiert, bei den Handelsverträgen. Wir werden auf Augenhöhe miteinander reden. Europa ist als Wirtschaftsraum ähnlich stark wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen, wenn du einseitig oder Sie, ja, wenn Sie einseitig Industriezölle auf deutsche Autos beispielsweise verhängen, dann wird Europa adäquat, gleichwertig antworten und sich nicht unter Druck setzen lassen. Meine Botschaft ist, Partnerschaft ja, aber erpressen lässt sich Europa nicht. Und das muss die Botschaft sein. Wir gehen direkt über in Ihre Fragen. Wir haben unglaubliche Menge. Ich habe schon eine, die gerade super dazu passt. Das machen wir nicht nochmal mit dem Bierdeckel. Der kleine Deckel hier zeigt wieder mal deutlich, dass Sie einfach die besseren Fragen stellen als wir. Was prägte den Manfred Weber in den 80ern? Das ist fast wie bei Friedrich Merz Frage. Ist es Mofa und Popper oder Rocker und 80er? Rocker und 80er, absolut. Also das... Wie schreibe ich das jetzt? Also ich war ein wilder Musiker. Ich habe in der Jugendzeit, ja schon, ich hab die Jugendveranstaltung, also die Partys der damaligen Zeit, die Faschingsbälle und so weiter, die haben wir gerockt, tausend mehr Leute. Was haben Sie denn da gespielt? Rolling Stones? Ja, also ich habe Gitarre gespielt, aber wir haben dann sozusagen von der Musik her als Coverband so ziemlich alles gemacht, was einfach Spaß macht und was gut ankommt. Wir haben auch eine Partyband, wir haben richtig Partystimmung organisiert und erzeugt. Das hat mir riesen Freude gemacht, hat mich hier auch stark geprägt, und vorne zu stehen. Ich war Gitarrist und wie gesagt, bin vorne gestanden. Hat übrigens eine negative Erfahrung gemacht, also alle Musiker können das vielleicht nachvollziehen im Raum, wenn man da so 18, 25, 22 Jahre alt ist und als Musiker da so eine Party rockt und alle hübschen Mädels so vor sich hat, die dann tanzen und so weiter und die dann sagen, hey, super Sänger und Gitarrist und so, ich muss sie beruhigen, als Musiker ist immer der Letzte, der auf die Mädels zugeht, die sind dann meistens schon alle abgeschleppt in der Bar, wenn sie dann aufhören zu Musik spielen. Also insofern hat es leider Gott, die Musiker klatschen, genau. Also insofern gibt es da negative Erfahrungen dazu. Wie gesagt, hat man viel Freude gehabt. Plan ging einfach nicht auf. Ich habe noch eine Frage, die ich auch interessant finde. Und zwar kommen wir zurück zu unseren lieben britischen Freunden. Hier wird aber gesagt, wenn sich die Briten jetzt zahlreich an der Europawahl beteiligen würden, wäre das nicht eine quasi Volksabstimmung durch die Hintertür gegen den Brexit, weil man zeigen würde, dass man sich doch für Europa interessiert. Nach den heutigen Zahlen sind nach wie vor viele Menschen kategorisch gegen die EU-Mitgliedschaft. Großbritannien hat sich ja in den letzten Jahren eher weiter gespalten, weiter in die Blöcke. In jeder Familie gibt es einen Riss, überall wird das als Für und Gegen wahrgenommen. Und natürlich kann das auch dazu führen, dass wir dann große Anteile von echten Antieuropäern, von Europafeinden im Europaparlament sitzen haben. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass es auch passieren kann. Und ganz generell, wie gesagt, stellt sich halt die Frage, dürfen dann die überhaupt noch mitbestimmen, wenn sie eigentlich austreten wollen? Ich sage Ihnen, nachdem die Parlamentarier in Großbritannien es nicht schaffen, einen Kompromiss zu erzielen, nachdem die Regierung unter Theresa May, man kann es nicht anders nennen, einfach versagt hat, eine Lösung zu erarbeiten, dann ist eigentlich in der Demokratie der logische nächste Schritt, das Mandat zurückzugeben an die Wähler, ein zweites Referendum durchzuführen und die Menschen nochmal zu fragen, wie es weitergeht. Das ist eigentlich die logische Frage. Aber auch da ist es wieder so, das ist jetzt von unserer Seite aus
das Gefühl ist da, ist auch die Erwartungshaltung, aber die Entscheidung können nur die Briten selbst wählen. Wir können ihnen ja nichts vorgeben, es ist ihr Weg und sie führen sich derzeit leider von einem Schlamassel, führen sie sich in den nächsten. Ich weiß nicht, ob Theresa May hier irgendjemand eingeschleust hat, aber ich habe auf jeden Fall hier die Frage stehen, welche Zugeständnisse sie den Briten denn noch machen würden, damit sie doch in der EU bleiben? Okay. Ehrlich gesagt, ja, genau. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt kurz überlegen müssen, aber ehrlich gesagt, nein, keine mehr. Ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass ich sage, wenn die Europäische Union ist eine freie Gemeinschaft von freien Nationen und Bürgern, die zusammenarbeiten wollen und die den Wert der Gemeinschaft sehen. Und wenn ein Land diese EU verlassen will, dann hat es das Recht dazu, aber dann muss man auch in aller Klarheit sagen, ein Land, das die Europäische Union verlässt, kann die Vorteile der Gemeinschaft nicht mehr in Anspruch nehmen und muss damit auch leben können. Und das ist dann die eigene negative Antwort dazu. Hier noch eine Frage, die sich darum dreht. Wir hatten vorher über die Bürgernähe oder Bürgerferne gesprochen. Das betrifft ja nicht nur Europa, das betrifft ja auch Regierungen in den Ländern, in den Staaten. Wir erleben das gerade mit den Protesten fürs Klima von den Schülern, die das Gefühl haben, sie werden sonst nicht ernst genommen. Und ein Zuhörer fragt oder eine Zuhörerin, ob wir uns daran gewöhnen müssen, dass Aktivisten sozusagen die Politik drauf bringen müssen, was die eigentlich großen Themen sind, weil es die Politiker nicht mehr selber erkennen. Und vor allem, warum erkennen sie es nicht selber, wenn es denn so ist? Also zunächst mal, ich freue mich total, dass die jungen Leute sich da engagieren. Das gilt für den Artikel 13, das gilt für die Klimadebatten. Wir haben eine politisierte Jugend. Ich habe da gar keine Angst, nicht, wenn ich in Schulen gehe, wenn ich mit jungen Leuten diskutiere. Die haben Meinung, die haben Positionen, die vertreten die auch und bringen sich da auch ein. Also ist man nicht bange. Was man aber schon sagen muss, ist das, dass es halt einzelne Meinungen gibt, aber die nicht automatisch dann sofort morgen Gesetz werden. Man muss den jungen Leuten schon sagen, dass dahinter dann Meinungsbildungsprozess, Mehrheitsbildungsprozess steht. Beim Copyright zum Beispiel. Abwägen zwischen Schutz der Freiheit und Schutz der Copyright-Interessenträger sozusagen, der Künstler und der Journalisten. Dass man das abwägen muss, dass man nicht einfach sagt, ich demonstriere und dann hat es zu funktionieren. So ist nicht Politik. Das ist komplexer. Und bei Umwelt ist es ähnlich. Demonstration gut, Meinungsbildung gut, kämpfen dafür gut. Aber bitte, Politik ist abwägen. Politik ist dann Kompromiss abwägen und Ausdruck finden. Und deswegen lade ich dann schon ein, auf diesen mühenvollen Weg dann auch miteinander zu gehen. Klingt ein bisschen wie Christian Lindner, der gesagt hat, das ist ja ganz nett, dass die demonstrieren, aber das sollten doch dann eher Profis machen in der Umsetzung. Nee, das teile ich überhaupt nicht. Es ist super, dass sie demonstrieren. Aber wie gesagt, es gehen auch Bauern auf die Straße, die gegen die Düngeverordnung demonstrieren. Und dann sage ich aber den Bauern, Entschuldigung, unser Grundwasser müssen wir sichern, deswegen müssen wir die Düngeverordnung diskutieren. Ich habe gleich hier noch eine Bierdeck. Also es ist nicht, die Demonstration als solches ist noch nicht, dass wir das dann alles umsetzen müssen. Das muss man mit den jungen Leuten intensiv diskutieren. Ich habe noch eine Bierdeckel-Nachfrage zu den jungen Leuten und den Demonstrationen. Und zwar lautet die Frage konkret, würden Sie Ihren Kindern eine Entschuldigung schreiben, damit sie freitags die Schule schwänzen können fürs Demonstrieren? Oh, das ist jetzt, glaube ich, eine Fangfrage, wenn ich es richtig verstehe. Ich finde es gut, wenn sie demonstrieren und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn einmal oder zweimal dann mal die Schule darunter leidet, aber ich sage auch dazu, der Regelzustand darf es nicht werden, das muss man auch klar dazu sagen, weil dann ist außerhalb der Schulzeit genug Zeit zu demonstrieren. Da bin ich ein bisschen pragmatisch, da bin ich ein bisschen mit gesundem Menschenverstand ausgestattet, dass man beides anpacken soll. Herr Lieber, viel pragmatischer kann man kaum eine Diskussion abschließen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit danken. Ich möchte Sie noch mit einer Sache konfrontieren, weil Sie die ganze Zeit gesagt haben, Sie wären ja nur eine Coverband gewesen. Wir haben etwas recherchiert und Sie haben ja zumindest einen selbst komponierten Song. So ich werde ihn sicherlich falsch aussprechen, weil ich ja nicht von hier bin, was manchen schon aufgefallen ist. Spitzengefühl. Sehr gut. Ja, nicht ganz so schlecht. Genau. Wird das die Siegeshymne am 26. Mai? Schauen wir mal, würde ich mal bayerisch antworten drauf und ich sage nochmal, so habe ich auch begonnen, in tiefem Respekt. Ich bin Kandidat, es gibt viele Angebote für den Wähler, es gibt Programmatik, die entschieden wird und ich möchte, das ist mein Hauptanliegen, ich möchte die Menschen motivieren, die Wahl ernst zu nehmen, den Wahltag ernst zu nehmen. Die Zukunft Europas liegt in Ihrer Hand. Sie entscheiden es und ich hoffe, Sie gehen zur Wahl und ich hoffe, Sie entscheiden es im Sinne von einem stabilen, friedlichen Europa, das wir uns alle wünschen. Herzlichen Dank.